Hallo, schön, dass du mit dabei bist. In diesem Video sprechen wir ein bisschen über den Audioplayer und schauen uns an, wie wir eigene Musik in den Raum bekommen. Als erstes holen wir unser Maker-Pen raus. Dafür gehen wir in unseren Urmenü auf Backpack. Hier bei Maker-Pen gehen wir auf Use. Dann spawnt der Maker-Pen vor uns. Den nehmen wir einmal in die Hand. Wir gehen auf Palette, Circuit. Hier bei Circuits Components holen wir uns einen Button, also einen Schalter und einen Audio Player. Dann können wir die An-Ausschaltung vom letzten Mal hier hinspawnen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ich baue die Nummer schnell. Wir gehen auf Circuits, gehen ganz runter, holen uns den Bowl Variable. Hier. Den holen wir uns einmal. Dann suchen wir hier oben nach if. Also if. Wir brauchen einmal einen if-Chip. Und einen if-value-Chip. Wir gehen mit konfigurieren auf den bool-Variable. Gehen hier auf Settings und sagen hier, dass das synchronisiert sein soll. Dann kommt hier oben so ein kleines Zeichen und das heißt, dass alle Spieler in den Raum die gleiche, also dass dann bei jedem Spieler gleich im Raum. Dann gehen wir mit Connect, verbinden die oben und die unteren miteinander. Dann den Ausgang von Bowl Chip auf den If Volume Chip. Der Ausgang von If-Value-Chip wieder hier vorne auf dem Eingang. Dann hat sich das Menü hier auch geändert, seht ihr. Wir müssen jetzt hier unten den auf Umstellen noch, auf True. Dann können wir, wenn Button is pressed, hier oben drauf gehen, auf Play und Stop. Wenn wir jetzt hier auf den Schalter drücken, seht ihr Play und Stop. Der schaltet dann immer um. Damit wäre die Schaltung jetzt fertig. Jetzt brauchen wir nur noch was abspielt. Das wird dann hier dran kommen bei Audio. Wir gehen in unseren Maker-Pen auf Palette. Suchen hier oben nach Konstant mit C geschrieben. Hoppala, hier. Wir haben einmal den Ambiente. Den holen wir uns mal. Dann gibt es hier den Music. Konstant, den holen wir uns. Dann den Sample Audio, den brauchen wir aber erst gleich. Den holen wir uns aber schon mal hin. Und diesen SFX Konstant, den holen wir uns einmal. Wir gehen mit Konfigurieren auf den Ambiente Chip drauf. Gehen hier runter. Hier kann man einstellen, was abgespielt werden soll. Das sind Ambiente, sind Hintergrundgeräusche. Wenn wir jetzt mit Tools Connect den gelben mit dem Audio hier verbinden, können wir hier den Sound abspielen. Wenn der Sound dauerhaft gespielt werden soll, dann könnt ihr mit Connect bei Finished nochmal auf Play. Dann loopt das die ganze Zeit. Dann gehen wir mit Konfigurieren auf den Music Chip. Hier sind diese Rec Room Standard Music Sounds. Wo ist das Menü? Wenn wir uns dann einen Sound rausgesucht haben, gehen wir wieder mit Connect, stöpseln den ab und können den dann einstöpseln.
Bei der Musik wollen wir nicht, dass sie loopt. Deswegen gehen wir hier mit Connect, nehmen diesen Finish-Balken wieder weg. Wir gehen jetzt von Finished. Soll er nochmal automatisch umschalten. Sonst müsst ihr, wenn das Lied durchgespielt ist, zweimal auf den Knopf drücken, damit das wieder startet. Aber wir wollen ja nur jeweils einmal auf den Knopf drücken. Dann schauen wir uns den SFX-Chip an. Dafür gehen wir wieder mit Konfigurieren auf den Chip. Na, manchmal geht das Menü, manchmal nicht. Das ist halt Dreck rum. Was ist hier los? Da, jetzt ist ein Lichter. Hier kann man einstellen, was für ein Sound abgespielt werden soll. Das sind diese Standard-Sounds, wenn du zum Beispiel getroffen wirst. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen krank. Also hier sind so die Standard-Sounds, die abgespielt werden. Blue Team wins. Hier hat man auch, wenn man zum Beispiel Sachen isst. Also das hier ist so ein Effektchip, kann man dazu auch sagen. Also das waren die Sounds, die uns Rec Room zur Verfügung stellt. Und man kann auch eigene Sounds machen. Dafür brauchen wir den Sample Audio. Wir können mit konfigurieren auf den, nee, mit editieren, Entschuldigung, auf den Chip drauf. Dann ändert sich hier unser Display. Hier können wir recorden bis zu 5 Minuten am Stück. Also man braucht nicht mehr wie bei den alten Samples immer so 30 Sekunden Intervalle machen. Das geht hier direkt 5 Minuten am Stück. Zum Aufnehmen drücken wir hier auf Record. Dann geht ein Timer 5 Sekunden runter. Wir können jetzt zum Beispiel mit unserem Handy auf YouTube gehen, unsere Lieblingsmusik abspielen lassen und dann das Handy an Mikrofon halten. Dann wird das gespeichert. Man kann, wie gesagt, bis zu 5 Minuten am Stück. Wenn wir fertig sind, auf Stopp. Dann wird das gecodet. Hier können wir es nochmal anhören. Unsere Lieblingsmusik abspielen lassen und dann das Handy an Mikrofon. Man kann hier ganz genau einstellen, wo das starten soll, wo es stoppen soll. Das ist auch leichter als bei den alten Samples. Wenn wir das dann so haben wollen, gehen wir auf Save. Dann wird es hochgeladen. Dann wären wir fertig. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Wenn wir jetzt mit Connect, den stöpseln wir wieder ab, hier drauf gehen, dann spielt das Unsere dann auch ab. Lieblingsmusik abspielen lassen und dann das Handy an Mikrofon. Dann können wir uns noch die Audio-Player-Einstellungen angucken. Dafür wechseln wir aber wieder zurück auf Musik. Moment. Connect. Audio nehmen wir hier raus und gehen an den Musikchip. Dann lassen wir mal Sound abspielen. Wir gehen jetzt mit Konfigurieren auf die Box hier unten. Hier kann man die Lautstärke einstellen. Lassen wir mal lieber ein bisschen leiser zum Erklären. Hier kann man einstellen, ob das im ganzen Raum gehört werden soll oder jetzt zum Beispiel hier an Ort und Stelle. Wenn wir das hier an Ort und Stelle hören wollen, können wir hier noch einstellen, wie weit das, also wie weit das hörbar ist. Wenn ich jetzt weggehe, wird es immer leiser. Und man hört es halt auch genau nur da an dieser Stelle. Also die Distanz wird dann hier eingestellt. Aber wir wollen das im ganzen Raum hören. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Handy am Mikrofon aufgenommen habe, dann ist diese Voice-Einstellung am besten. Ansonsten kann man hier auch auf Ambiente umschalten. Ihr hört und wird sofort ein bisschen leiser. Aber dann hört man das im ganzen Raum. Wenn ihr mal eine Frage habt oder ich mal irgendwas erklären soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das war das Video über den Audio-Sampler und wie man eigene Musik in den Raum bekommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye.